Hier auf meiner rechten Seite, BFC-Team und Teacher Dragon Team besteigen gerade ihr Wettkampfgerät und für das nächste Rennen nochmal die Ausaufgut Dummepaar e.V. gegen Dr. Oetker, die Ofenbrüche, einem schwarzen Boot. Und das Rennen Nummer 2 auf dem Wasser. Gut, Bootstopp. Wir beginnen. Das war ja schon fast ein Schnellschuss. Rennen Nummer 3 sitzt auch schon im Boden. Dummepaar e.V. gegen Dr. Oetker, die Ofenbrüche. Und auf der weißen Seite können sich langsam bereit machen. Triton Dragon 1 gegen Stupido Dragons. Kleine Bitte nochmal an das interessierte Publikum an den kurzen Seiten. Lasst bitte die Startblöcke frei. Die Jungs, die da mit dem Ausrichten beschäftigt sind, die müssen manchmal auch ein bisschen rechts und links korrigieren. Und dann macht es sich schon wieder besser, wenn sie dann Platz zum Laufen haben. So, jetzt rennen wir mal drei bereits auf dem Wasser. Dummepaar e.V. gegen Dr. Oetker. Die Boote stehen gut, wollen wir auch nicht länger warten. Are you ready? Attention, go! Come on.
Das war das Bände Nummer 3, Dumpfbau e.V. gegen Dr. Erika Kiefer und Fische. Hier auf der weißen Seite geht es in Kürze weiter mit Triton Dragon 1 gegen Stupido Dragon. Und auf der anderen Seite, schwarzes Bogen, können sich dann schon mal bereit machen, die Goldkrone Atzen gegen die Energietrappen. Natürlich, dass wir das Bogen wieder trocken ist. Rennen Nummer 4 ist auf dem Wasser. Und nochmal die Bitte an alle Zuschauer, lasst die Startblöcke frei. So, wir sind fertig mit Ausrichten. Are you ready? Attention, go! Die Goldkrone Atzen und die Energiedrachen sitzen ebenfalls schon in dem Renngebiet. Hier auf der weißen Seite möchte ich gleich zum nächsten Rennen aufrufen. Da sehen wir in Kürze die Vorletzten gegen die Seeadler. Und die Goldkrone Atzen bzw. die Energiedrachen sind auf dem Wasser. Wurde gestoppt, sieht gut aus. Are you ready? Attention, go!